Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und der Freida und dem Duncan. Wir haben im letzten Part C hier in Anführungszeichen entlassen, beziehungsweise er hat sich aufgemacht nach, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, jedenfalls er hat sich aufgemacht, Wulfstan zu suchen. Das ist nicht ganz unwichtig und ich will jetzt mal ganz schnell hier gucken, ob wir irgendwelche Einheiten tauschen können. Es sieht aber noch nicht so aus. Gefällt mir jetzt gerade nicht ganz so gut. Artefakte haben unsere Helden nicht. Wir gucken uns ganz kurz die Skills an. Die sind soweit noch halbwegs passabel. Was ist denn deine Spezialisierung, Freida? Elraths Gefäß. Jedes Mal, wenn der Held einen Zauber der Lichtmagie wirkt, wird der Zauber göttliche Vergeltung auf eine willkürliche Feindeinheit gewirkt, welche die Bedingungen dafür erfüllt, von dem Zauber betroffen zu sein. Das heißt, die Einheit muss im Kampf bereits eine Kreatur getötet haben. Das ist natürlich geiler Scheiß, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Also Lichtmagie ist natürlich Pflicht bei Freida, aber das hat sie ja auch schon. Einfache Erleuchtung, was das soll, weiß ich nicht. Sieht man noch nicht so prickelnd aus. Dann haben wir hier Diplomatie bei Duncan. Und Soldatenglück, was jetzt nicht so schlecht ist. Fernkampf, ja, können wir mal gucken. Also der Bild hier, der ist nicht so verkehrt, aber Verteidigung braucht man vielleicht nicht unbedingt. Wobei ich Verteidigung gerne habe, auch in Kombination mit Angriff. Aber wir schauen mal. Jetzt eine Sache muss ich spoilern. Da führt leider kein Weg dran vorbei, denn das hat ganz, ganz gravierende Auswirkungen für unser Kampagnenverhalten hier. Wir werden nämlich Duncan nicht mitnehmen können, ja. Das heißt, Duncan wird für uns komplett wertlos sein. Und ja, also Wir haben da halt einfach nichts von, wenn wir den Duncan jetzt... Wir haben nichts davon, wenn wir mit Duncan irgendwas hier auf dieser Kampagnenkarte machen. Insofern bitte ich da um Verzeihung. Ich muss nochmal ganz kurz schauen, wo haben wir hier die... Ich glaube tatsächlich die zwei Ritter würde ich fast... Obwohl Ritter sind so teuer, ne? Wir machen Folgendes. Wir lösen diese... wir vermischen mal gerade die Armeen ein bisschen. Wir lösen die 15 Junker auf. Denn diese Einheit Lanzenreiter wird sich uns anschließen. Und die sind auf jeden Fall besser als 15 Junker. Man wird hier häufiger noch natürlich, wir nehmen nur Angriff bei Freida. Ja, den goldenen den immer vollen Geldbeutel kannst du mitnehmen. So, ich meine, die Stat-Boni, die können wir jetzt dem Duncan auch geben. Aber ja. Fies Kind. So, genau, du holst mir bitte die zusätzlichen Bewegungspunkte. Was habe ich denn für Zaubersprüche? Ich habe ja noch keine Wiederauferstehung. Dann würde ich jetzt nur ungern gegen Fernkämpfer hier agieren. Aber, alter Schwede. Hornbogen des Einhorns und der Baumköcher. Das ist ja echt schon ziemlich geil. Sollten wir versuchen, schnell hinzukommen. Wir sollten hier auf jeden Fall der Straße folgen. Und da hätte ich hier noch diese Truhe mitnehmen können. Wir haben ja, dadurch, dass wir mit sie hier ressourcenschonend umgegangen sind, haben wir ganz, ganz viel Zeug aufheben können. Das ist schon mal gut. Eine arkane Bibliothek, da könnten wir uns schon mal fast den ersten Zauberspruch holen. Wobei das wahrscheinlich nicht billig ist. Hier unten ist eine Kaserne, das sieht gut aus. Da ist noch eine Schatztruhe.
Wegweiser. Die rote Stadt der Zuflucht. Das ist hier. Ja, da ist ja ein bisschen was drin, ne? Will ich schon hier... gegen diese Elementare kämpfen. Es gibt hier auf der Karte einen Hügel vor, das wir noch aufsuchen sollten. Das ist nicht ganz unwichtig, aber erstmal laufen wir hier runter und schauen uns hier unten noch etwas genauer um. Solange der da oben drin ist, soll mir das recht sein. Der Grog. Der hat natürlich auch schon eine schöne Armee dabei und ist wahrscheinlich Level 30. Ah, da gibt es normale Bogenschützen, oder was? Nee, Fußsoldaten. Reguläre. Dann nimm die doch mal mit. So. Muss ich da kämpfen? Die roten Greifentruppen bitten darum, dass ihnen ihre Dummheit verziehen wird. Sie sind erpicht darauf, sich euch im Kampf für Elrath anzuschließen. Coole Scheiße. Dann machen wir das doch. Wir haben momentan extrem viel Geld, deswegen wäre es mir... Können wir auch Einheiten fortbilden, das ist doch schon mal gut. Aber ich weiß nicht, ob ich hier schon Einheiten konvertieren kann. Wir bauen direkt mal den Greifenhorst aus. So, Horst der Greif. Jetzt mal kurz, sind die Steuerzahler? Ja, die sind Steuerzahler, super. Dann bringen die bei Elaine ja auch doppelte Kohle, ne? 4266. 266 oder was? Wie viel kriege ich durch die dann? Ne, da kriege ich mehr. Da muss ich mehr kriegen. Naja, ist jetzt auch egal. Ja, wir haben hier Garnisonseinheiten drin. Die nehmen wir mal mit. Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Ja, was wollte ich noch machen? Ich glaube, ansonsten lassen wir einfach ein bisschen was von dem hier einfach mal da drin in der Garnison. Nummer 1. So. Freida, dann kommen wir gerade wieder da raus. Wo ist denn der Duncan? Duncan, lauf du mal gerade hier hin. Pack die Bauern mal dahin. So, die sind ja alle noch nicht aufgewertet. Dann nimmst du mal die mit. So, mit denen würde ich dann ganz gerne zur Stadt rüber. Dann werde ich gerade angerufen. So, also der Elaine gibst du schon mal die ganzen... Bauern, weil die bringen bei der ja mehr Geld, ne? So, diesen für den Duncan, diesen für den Duncan, diesen für den Duncan. Die anderen sind ja alle geupgradet. So, dann machen wir die Scharfschützen, kriegt die Isabel. Die Freida. Warum willst du da hinrennen, Junge? Mhm, alles klar. Ende der Runde mal an der Stelle. So. Die Rohlinge gibst du dir auch. Die Rohlinge. Ich verkneife mir da jetzt alle dummen Sprüche. So, Fußsoldaten, Engelchen, Ritter. Gut. Dann Duncan, lauf mal weiter. Du kannst ja schon mal hier
Kannst du hier schon mal zurück ins Dorf. Kann ich ja schon jemanden... Ach ja, cool. Guck mal da, dann können wir den schon mal fortbilden. 70 Freunde eingeladen. Okay, du kannst noch keinen Kreaturentransfer und nix. Das ist nicht so geil. Aber gut. Dann... Ja, die Elaine kann dir hinterherlaufen. Finde ich. So, dann kriegst du mal... einen Rohling. So und so. Dann gibst du noch den einen Burschen, der Freider. Freider, teil die doch mal gerade. Obwohl, nee. Teil die auf. So, und jetzt sollten wir mal gerade hier unten ein bisschen erkunden. Ich will jetzt hier ganz gerne dieses Hügel vor. Ach komm, lauf hinterher. So. Wir müssen noch was bauen. Ja, dann versuchen wir doch hier möglichst schnell erstmal die maximale Kreaturenausbruchstufe zu erreichen. Und danach kümmern wir uns mal um diese Stadt hier oben. Woche der Zerstörung. Na toll. Oh, das sind aber ganz schön viele. What the shit? Die haben ja nicht mehr diesen Vampirismus-Krempel, ne? Ja, warte mal kurz. Greift immer gerade so an. Sehr schön. So, wir brauchen erstmal einen Lichtmagie-Zauber, glaube ich. Ja, wir können dann noch nicht so viel mit der... Wir machen erstmal eine normale Segnung. Schieß mal auf die. Ja, wollen wir da noch mal angreifen? Aber der macht halt so viel Schaden. Komm, das schaffen wir. Ach, fuck. Nehmen wir die nochmal dran. Gut. Gut. Okay, der hat keine Gegenwehr mehr. Okay. Weg. Ja.
Nicht so gut gekämpft von mir. Der greift nochmal an. Ja. Aber es ist okay. Ja, ich weiß nicht. 4, 3, 2. Habe ich echt 3 Stück von denen verloren? Aber es ist halt auch eine Riesenarmee, ne? Ah ja, okay. Was will ich denn mit Feuerschutz, Alter? Rechtschaffene Stärke und Eile auf alle, aber zack, zack. So, danken. Und dann nimm die doch mal mit. Und lauf mal hier rüber. Und mir fällt gerade ein, du könntest ja vielleicht auch einfach die ganzen Truppen von hier nehmen. Dann können wir die nämlich auch einmal umswappen. So, Elaine, Königin der Bauern. Hol dir mal ein paar Bauern ab. Hier nehmen wir natürlich die Erfahrungspunkte mit. Und dann sollten wir uns jetzt so langsam mal um die nächste Stadt hier kümmern. Wir brauchen halt auch ein paar gescheite Zauber mit der Schwester hier. Danken. Lauf doch mal hier hin. Du tauschst mal gerade für eine Runde mit der Elaine die Turnschuhe. So. Der Einfachheit halber nehmen wir jetzt nur die ganzen roten Viecher. Also normalerweise finde ich die teilweise nicht so gut, aber in Herrgotts Namen, im wahrsten Sinn des Wortes, ne, könnte man schon fast sagen. Oh, ja, dann machen wir hier einen und ja, gut. So. Freiheit mit dem Lagerfeuer, das ist zu schade. Ich glaube, die schließen sich mir auch an. Das werden wir auf jeden Fall mal versuchen. Und dann machen wir nächste Runde wieder so eine Einheitenkette und dann transportieren wir die Viecher alle wieder darüber. Okay, wir brauchen einen Magierturm für die nächsten Kreaturen. So, danke. Gut. Dann hat die Elaine schon mal ihre Bäuerchen wieder. So, du gibst sie der Freider. Nochmal so hier ein paar. Wunderbar. Und nochmal hier die Ritterchen. Warum habe ich dann eigentlich vergessen, der einen Rohling mitzugeben? Das ist irgendwie blöd. Naja. Komm hier. Ach, Moment. Ach, genau, falsch rum mal wieder. So. Ja, ja, wir lassen hier keinen Armbrustschützen, Schrägstrich, Scharfschützen anbrennen. Nee, nee, die werden alle schön mitgenommen. So. Cool. Wunderbar. So, die Goldmine nehme ich ausnahmsweise mal mit der
frei, da weil die 1000 Gold will ich schon nächste Runde bekommen. Was haben wir noch? Oh shit, die habe ich vergessen. Ja. Eine Schar, Armbrustschützen, beziehungsweise Scharfschützen, ja. Die hätte ich gut gebrauchen können. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann werde ich mich jetzt um diesen Erdelementar wahrscheinlich als nächstes kümmern. Du läufst hinterher, Elaine. Und du auch. So. Und dann bauen wir weiter die Stadt nochmal aus. Gucken nur in die nächste Runde rein und dann beende ich den Part. Es hat mir auf jeden Fall wieder Freude gemacht und ich sage dann mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.